Sizilien. Eine Mittelmeerinsel, die nicht nur sonniges Urlaubswetter verspricht. Hier glänzen spektakuläre Naturwunder mit menschenerdachten Meisterwerken um die Wette. Eine Insel voller Geschichte und Tradition, voller Licht und Schatten. Auf unserer Reise durch Süditalien zieht es uns direkt nach Palermo, das sich als wahrer Schmelztiegel der Kulturen herausstellt. Die Hauptstadt Siziliens zieht uns völlig in ihren Bann, lässt uns oft voller Staunen und Bewunderung zurück, birgt aber gleichzeitig auch ein unerwartetes Konfliktpotenzial mit sich. Wie wir zwei Naturmenschen ganze 5 Tage in dieser quirligen Großstadt verbracht haben, welche Orte uns am besten gefallen haben und welche Ereignisse uns nahe an die Verzweiflung gebracht haben. Diesen bunten Blumenstrauß aus Eindrücken wollen wir im Video gerne mit euch teilen. Wenn euch unser Content zusagt, dann klickt doch gerne auf Gefällt mir. Wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Videos mit euren Freunden und eurer Familie teilen würdet. Nachdem wir von Matera aus per Bus nach Taranto gefahren sind, starten wir nach einer Zwischenübernachtung von dort unsere lange Reise nach Sizilien. Mit dem Regionalzug geht es auf eine richtige Panoramastrecke, die unmittelbar an der Südküste, der Schuhsohle des Stiefels, entlang führt. Ganze 7 Stunden soll die Fahrt bis nach Reggio di Calabria dauern. Eine halbe Ewigkeit ohne Umstieg. Zumal wir nur dürftiges Reiseproviant dabei haben. Aber die Sonne lacht und wir freuen uns über das Meer in seinen vielen Farben. Die wunderschöne Landschaft entschädigt uns für unseren Hunger nach Pizza und Pasta. Das Mittelmeer auf der einen, bewaldete Hügel auf unserer anderen Seite. Ganz unvermittelt blicken wir auf die sizilianische Küste und können die wolkenverhangene Kulisse des Ätna ausmachen. Ein unglaublicher Anblick. Ja, schön ist es hier. So nah am Wasser. Echt Wahnsinn. Oh, hier fallen die Häuser schon ins Wasser. So. Ist gleich der Strand. Nur so ein kleiner Sprung entfernt. Na, wie ist diese Überfahrt? Lila. Aus irgendeinem Grund wurden diese Fensterscheiben hier in lila-pink getönt. Ja. Sieht total dunkel aus. Und irgendwie auch deprimierend. Ja. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlechtes Wetter draußen. Aber warum diese Farbwahl? Keine Ahnung. Naja, Sinn dauert ja nicht so lange. Es ist schon längst dunkel, als wir Palermo erreichen. Der Weg zu unserer Unterkunft gestaltet sich schwerer als gedacht. In den engen Gassen der Altstadt hilft die Google Maps Navigation nur bedingt weiter. Wir versuchen unser Bestes, die italienisch geschriebenen Wegbeschreibungen unserer Gastgeberin zu entziffern. Wir haben endlich unsere Unterkunft gefunden, hoffentlich, nachdem wir vor 3 falschen Türen standen. Hast du genug Licht? Also langsam kommt man sich hier wirklich vor wie in so einem Escape Room. Und unsere Aufgabe ist es, die Unterkunft zu finden für heute Nacht. Und übrigens, diese Tür ist sogar schon offen hier. Das ist auch sehr okay. Einladend hier. Also, okay. Rein da. Oh Gott. Das ist wieder so eine Tür, die man komplett aufmachen muss. Wie hast du es angemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Okay, komisch. Jetzt geht's ja. Ach so, war vielleicht Bewegungsmelder. Noch ein Tresor. Das gibt's nicht. Das ist wirklich wie im Rätselspiel hier. Also, ich glaube, ich mache doch eher persönliche Check-ins. Naja, wenn es eindeutig ist. Vielleicht der erste hat gepasst. Mein Gott. Oh. Juhu, wir sind da. Okay, diese Tür schließen wir auf jeden Fall ab. Bist du einverstanden? Aber hier sieht's schön aus.
Und wir haben eine Flasche Wein bekommen. Ist auch sehr nett. So, erster Abend in Palermo. Juhu. Und wir trinken nach 10 Tagen unser erstes Glas Wein in Italien, in unserer Italienreise. Das hier dann mit dem gesponserten Wein der lieben Gastgeberin. Ja, total nett. Ein sizilianischer Wein, den sie uns hier überlassen hat. Und dazu haben wir uns sonst noch eine Pizza geholt. Und jetzt lassen wir den Abend noch ein bisschen ausklingen. Zeig doch mal die beiden Pizzen. Okay. Eine Quattro Formaggi. Ja, Standort. Und eine Vegetarianer für mich. Nur mal sehen, ob es schmeckt. Wir waren gerade einkaufen im Lidl und haben dort ein paar schöne Sachen gekauft. Und jetzt gibt es gleich Frühstück. Ich zeige mal kurz, was wir gekauft haben. Hier oben Pasta und Tomatensauce, ein bisschen Gemüse, ein leckeres Brot, Schokolade darf auch nicht fehlen. Im Kühlschrank haben wir noch ein paar Aufstriche und ein bisschen Gemüse. Und die Pizza, die ich gestern Abend nicht geschafft habe. Dann haben wir noch Obst. Diese Erdbeeren stammen sogar aus Matera, wenn man der Verpackung glauben darf. Und jetzt mache ich gerade noch einen Kaffee und Philipp einen Tee. Es gibt nämlich hier in Italien diese kleinen, niedlichen, wirklich winzigen Espresso-Kannen. Und die werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Und ich habe mich immer gefragt, wie überhaupt diese kleinen Espresso-Kannen, wie man die überhaupt benutzen kann mit einer Herdplatte. Und dafür gibt es aber hier wirklich bei dieser Herdplatte so einen extra kleinen Aufsatz, der hier draufgelegt wird, damit dieses kleine Kännchen hier drauf stehen kann und nicht runterfällt. Finde ich irgendwie total raffiniert. Das probiere ich jetzt mal aus. Nach unserem stärkenden Frühstück stürzen wir uns geschwind in die trubelige und belebte Welt des Ballaro-Marktes. Der Ballaro-Markt ist einer der ältesten und bekanntesten Frischemärkte Palermos. Es herrscht ein geschäftiges Menschengedränge zwischen den Marktständen, auf denen sich Berge von Gemüse und unzählige verschiedener Gewürze stapeln. Fische und Meerestiere aller Art werden feilgeboten. Die unterschiedlichsten Menschen sind hier unterwegs, Marktschreier versuchen sich Gehör zu verschaffen, während donnernde Mopeds sich durch die Menge drängeln. Multikulturell geht es hier zu und für einen Moment kommen wir uns vor wie auf einem anderen Kontinent. Kein Wunder, denn mittlerweile befinden wir uns näher an Afrika als an Deutschland. Wenig später bewundern wir die Fontana Pretoria. Einen riesigen Brunnen, der mit zahlreichen kunstvoll gearbeiteten Statuen der antiken Mythologie versehen ist. Unweit entfernt befindet sich der wohl am meisten fotografierte Straßenzug Palermos, die berühmte Quattro Canti. Es handelt sich um eine Kreuzung, auf der sich 4 gleich aussehende Paläste mit barocker Schmuckfassade gegenüberstehen. Das imposante Teatro Massimo ist das größte Opernhaus Italiens und sogar das drittgrößte Europas. Seit 1997 empfängt das Teatro wieder kulturfreudige Gäste, nachdem es für 20 Jahre lang ungenutzt geblieben war. Hier stehen wir vor dem nächsten Opernhaus, das Teatro Garibaldi, benannt nach dem berühmten italienischen Nationalhelden Garibaldi. Auch sehr imposant. Wir probieren eine sizilianische Spezialität. Cannoli, frittierte Teigrollen, die mit einer Ricotta-Creme gefüllt sind. Ein sehr süßes und mächtiges Geschmackserlebnis. Kein Stadtrundgang in Palermo wäre komplett ohne die Kathedrale der Stadt. Das gigantische Gotteshaus ist so riesig, dass es sich beim besten Willen nicht in voller Gänze fotografieren lässt. Palermos Kathedrale in ihrer heutigen Gestalt wird dem normannisch-arabischen Stil zugeordnet
und beeindruckt durch zahlreiche Anbauten und detailreiche Verzierungen. Wir statten auch dem Inneren der Kathedrale einen Besuch ab. In der royalen Gruft befindet sich die letzte Ruhestätte des ehemaligen römisch-deutschen Kaisers Friedrich II. Und seiner Familie. Ist das da oben ein Hotel? So, heute gehen wir zum Monte Pellegrino hoch. Das ist der Berg, 608 Meter. Liegt am Strand von Mondello. Das ist ja noch, ich glaube, so noch ein Stadtteil von Palermo. Ja, da werden wir jetzt hochgehen, einen schönen Ausblick auf das Meer haben und auf den Strand. Und dann werden wir eben auch zu diesem Strand noch mal runtergehen und mal vielleicht die Füße ins Wasser halten. Ja, das ist der Plan. Wir sind gespannt, wie es da hochgeht. Puh, sieht das steil aus. Da hat man aber ja auch schon den Zaun gefahren. Meinst du? Ja, wo sollen die sonst denn fahren? Waren alle mit Mountainbikes unterwegs. Das war auch eine schöne Trainingsstrecke. Ja. Da fahren bestimmt nicht allzu viele Autos sauber. Warum auch? Ja, okay, wenn da nichts ist. Hoffentlich liegt der Müll nur hier unten rum auf dem Parkplatz. Hier wird doch schön gesungen von der Mädelsgruppe. Sieht ja aus, als wäre hier mal ein Zug hochgegangen. Ja. Vielleicht war es mal ein Ochsenweg oder so. Serva Naturale im Monte Pellegrino. Party. Ja, heute sind sehr viele. Buongiorno. Heute sind sehr viele Sportler unterwegs, sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad. Hier auf diesem Weg hoch mit den Mountainbikes, das ist schon ganz ordentlich. Da kriegt man eigentlich auch direkt Lust, hier mit dem Rad hochzufahren. Bei A4 geht es jetzt auch wieder vom Untergrund her. Das ist bestimmt eine tolle Herausforderung. Ich meine, wir sind ja wirklich fast auf Null gestartet, unten am Meer. Und dann geht es einfach 600 Meter hoch an ein Stück. Das ist dann schon ordentlich auf jeden Fall. Vor allem bei den Temperaturen sind es zwar jetzt nur 16 Grad, aber das fühlt sich definitiv noch mehr an. Ja, also alle Achtung. Ja, wir hätten uns auch ein Mountainbike ausleihen können. Mit den Wanderschuhen. Wir laufen einfach mal, ist auch schön. Da oben ist der Gipfel des Monte Pellegrino, noch ungefähr 200 Höhenmeter, obwohl 200 ja, oder 250 ungefähr, aber es ist schon interessant, also so ein Berg mit 600 Meter Höhe ist ja bei uns nichts, aber wenn man von Null startet, merkt man erstmal, wie hoch diese Berge sind. 600 Meter ist bei uns halt irgendwie nichts. Einmal die Forststraße ein bisschen hoch, ja. Hier, das ist einfach ein
Kuppel, die sich über den Meeresspiegel aufragt. Ja. Und da denkt man schnell mal, das ist ein Berg mit 1000 Metern Höhe oder so. Steil aber, und felsig. Ja, ich bin schon gespannt auf den Blick da oben. Noch nicht der Gipfel, aber nee. Sehr schön Aussichtspunkt auf Palermo. Eine kleine Kapelle. Und jede Menge Lärm von der Mountainbike-Truppe, die uns den ganzen Weg begleitet hat. So, eigentlich suchen wir gerade den Weg hoch zum Gipfel des Monte Pellegrino. Aber wir haben jetzt hier schon Schilder entdeckt und orangefarbenes Absperrband. Hier liegen die Bäume kreuz und quer. Es sieht ganz so aus, als wären hier Forstarbeiten. Ja. Okay. Also für alle Personen ist der Zugang jetzt hier gesperrt, leider auf den Gipfel des Berges. Können wir jetzt nicht ändern. Wir gehen jetzt einfach ein Stück vor, bis zu einem schönen Aussichtspunkt, hoffen, dass wir da nochmal aufs Meer gucken können. Gut, aber wir sind ja, also es wäre jetzt wirklich noch so 10 Minuten Fußweg gewesen eigentlich. Das ist nicht so tragisch. Wir sind fast oben auf dem Monte Pellegrino gewesen und werden bestimmt auch noch in den nächsten Wochen, Tagen ein paar andere Berge besteigen. Ja. Also geht's weiter. Das ist wie so ein Farbverlauf von dunkelblau zu ganz hellblau, wieder zu etwas dunklerem Himmelblau und dann kommen die Wolken. Eigentlich ist da unten das Meer, aber man sieht den Horizont gar nicht. Monte Pellegrino ist seit dem 17. Jahrhundert ein beliebtes Wallfahrtsziel. Die heilige Rosalia, Schutzpatronin der Stadt Palermo, soll dereinst in einer Höhle des Berges gelebt haben. Doch der Monte Pellegrino erzählt auch deutlich ältere Geschichten. Im Kalkgestein dreier Höhlen wurden Inschriften aus der Altsteinzeit entdeckt. Nachdem es uns auf dem Aussichtspunkt jetzt doch ein bisschen zu voll geworden ist, haben wir den Rückzug angetreten und nehmen jetzt doch nicht den Bus bis wieder runter ins Tal, weil Philipp noch einen Weg auf der Karte entdeckt hat, der uns vorher noch nicht aufgefallen war. Und den wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ja, bin schon gespannt. Das soll wohl so ein bisschen kaminartig sein, der Weg. Geht sehr steil runter. Mal sehen, sollten wir aber packen können. Und dann vor allem hat man hier echt jetzt ein bisschen mehr Ruhe wieder. Uns kamen jetzt gerade so viele extrem laute und stinkende Motorräder entgegen, dass wir jetzt froh waren, dass wir dann einen guten Zeitpunkt abgepasst haben. So, und jetzt runter. Jetzt Abstieg und dann gehen wir in Richtung Strand. Ja, es wird jetzt sehr steil. Hier ist sogar ein Warnschild aufgestellt worden, dass der Weg nicht begangen werden darf, wenn der Wetterbericht eben warnt vor starken Regen oder Unwetter, wenn es in den letzten 24 Stunden extrem viel geregnet hatte oder wenn es irgendwo in der Nähe seismische Aktivitäten gab. Da keins dieser Fälle jetzt irgendwie eingetreten war, kann man jetzt sicherlich trotzdem runtergehen. Ja. Das machen wir jetzt. Mein Weg war seichter. Hätte ich mir schon. Da sieht man jetzt Palermo.
die Hochhäuser von Palermo und wir sind hier gerade gefühlt im Dschungel auf einem kleinen Pfad, der hier sehr abschüssig und felsig sich herunterschlängelt. Das macht richtig Spaß. Total cool. Und beiden Seiten Felsen, überall Kakteen. Also der Weg ist schon ein bisschen zugewachsen, aber ich glaube, das wird jetzt auch nicht schlimmer, wenn dann Sommer ist oder so. Wahrscheinlich eher im Gegenteil, dort das alles. Auf jeden Fall. Im Gondwanaland. Also von wegen in Süditalien kann man nicht wandern. Hier gibt es so tolle Wanderwege. Stimmt's? Hat doch keiner behauptet, dass man hier nicht wandern kann. Naja, die Leute denken doch bestimmt eher, dass man hier zum Baden herkommt. Das ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es gibt auch viele Tausender hier in der Nähe. Und ganz, nicht ganz so weit weg ist auch der höchste nicht-vulkanische Berg bei Palermo, der Pizzo Carbonara. Ja, also gibt genügend Gebirge. Langer Tunnel. Sehr. Ja, gelogen. Und auf einmal sind wir wieder unten. Der Bergpfad ist zu Ende. Und wir sind jetzt fast auf Höhe von Palermo. Hier sind jetzt noch so ein paar Bäume, Wälder, Felder, irgendwie, die wir durchqueren müssen. Und dann kommen wir bestimmt bald zum Strand. Strömung hier. Ja, es zieht einen auch richtig rein. Ja, es zieht rein. Ja, man muss wirklich aufpassen. Ja. Aber diese Kinder hier, die kann nichts erschüttern. Nee. Na, wo bleibt der Bus? Da keiner weiß es. Ich frage mich halt, was machst du denn, wenn du hier in Italien arbeitest und mit dem Bus zur Arbeit fährst? Ja. Der kommt einfach nicht. Und dann, keine Ahnung, ist es dann normal? Ist es dann okay, dass man einfach eine Stunde zu spät kommt? Oh, oder guck mal, so? Da kommt ein Bus, aber wir wissen nicht, was die 5:44 ist oder wo der überhaupt hinfährt. Aber ich steige jetzt einfach in den Bus ein, weil ich will weg. Ja, egal, irgendwo anders hin. Und war das der richtige Bus? Ja, wir sind weit gekommen, eine Haltestelle. Weil danach wäre er irgendwie gleich irgendwo abgebogen und hätte uns sonst so hingebracht.
Es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert, aber wir haben uns dann schnell wieder dagegen entschieden und warten jetzt vielleicht doch lieber auf den richtigen Bus. Wenn er dann irgendwann mal kommt. Ja, jetzt stehen wir hier zwar 300 Meter weiter, aber es sieht irgendwie an der Straße immer noch genauso aus, immer noch Stau. Also ich weiß nicht, was das, also keine Ahnung. Es ist ein Sonntag. Warum fahren die Leute nicht mit dem Bus hier rein? Also vielleicht, weil sie nicht fahren, das wissen wir zumindest. Aber wir wissen jetzt vielleicht auch, warum die Busse hier nicht kommen, weil die nicht durchkommen. Naja. Also wir hatten eigentlich heute noch ein, zwei Pläne gehabt, aber ich glaube, das schminken wir uns gerade ab, weil wir warten jetzt schon insgesamt eine Stunde lang auf irgendeinen Bus. Also nur nochmal, um das zu verdeutlichen, hier beginnt in etwa der Stau und zieht sich bis vor an den Strand, der jetzt ungefähr 1 Kilometer entfernt ist. So, wir sind jetzt endlich in einem Bus, der uns nach Hause bringen wird. Nachdem wir jetzt einen völlig überfüllten Bus gerade noch hatten, wo wir jetzt eigentlich ein bisschen frei Schnauze ausgestiegen sind. Aber weil wir eben jetzt auch wieder auf dieser großen Straße waren, wo unser Bus fährt. Und der kam dann gleich überpünktlich und ja, kurz gerannt, haben es noch geschafft. Der Busfahrer war so nett. Immerhin hat das geklappt. Aber wir haben trotzdem jetzt gut fast 1,5 Stunden verloren oder so, würde ich fast meinen. Ja. Hm. Aktentasche. Ja. Kurz gehen. Ja, es ist ein bisschen, also ich finde es wäre sehr, sehr mächtig, das Tor. Das hätte so ruhig ein bisschen dezenter gestalten können. Wir brauchen ja nicht so ein Eingangsportal zur 13. auch, sondern nicht. So, heute ist unser letzter Tag in Palermo. Morgen geht es dann weiter. Wir wissen zwar noch nicht ganz wohin. Das, weiter geht's. Das werden wir heute Nachmittag mal entscheiden. Jetzt gehen wir erstmal zum Botanischen Garten. Danach noch in einen schönen Park. Dann werden wir uns mal eine schöne Bar suchen, wo wir uns reinsetzen können, noch was trinken. Und ja, dann mal sehen, was wir heute noch machen werden. Auf jeden Fall Planung für morgen noch. Ja, ein bisschen Orga-Kram. Ja. So, jetzt werden wir erstmal den Stadtkugel überleben und dann schauen wir mal, was im Botanischen Garten so los ist. Wir sind im Botanischen Garten angekommen und gleich hier am Anfang sind wir in einer Orangenallee gelandet, also in einer Orangenbaumallee, wo verschiedene Zitrusfruchtbäume wachsen. Und jetzt haben wir auch herausgefunden, dass diese Bäume, die hier überall in der Stadt wachsen, zwar Orangenbäume sind, aber nicht von den süßen, essbaren Orangen, sondern von den Bitterorangen. Und das erklärt natürlich auch den Umstand, dass die ganzen Bitterorangen da auf dem Boden liegen und dort liegen bleiben und dass die keiner essen möchte. Ja, es war halt ein Versuch wert. Ich dachte, es wäre irgendwie gut, eine mitzunehmen und mit nach Hause zu nehmen. Aber sie war wirklich nicht unbedingt genießbar. Bitterorangen werden ja hauptsächlich auch natürlich nicht gegessen, sondern für die bittere Orangenmarmelade, die in England beliebt ist, verwendet und auch als Extrakt für die Parfümindustrie. Ansonsten kann man damit jetzt nicht ganz so viel anfangen und deswegen landen sie eben leider auf dem Boden von diesen Bäumen, die auf der Straße wachsen. Ich habe gerade auch noch gelernt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass die normale Orange, die süße Orange, die man immer so gerne isst und als Orangensaft trinkt, in der Wildnis gar nicht so existiert, sondern das Produkt einer Kreuzung zwischen der Pomelo und der Mandarine ist. Das wusste ich auch noch nicht. Finde ich eigentlich ziemlich interessant. Pomelo und Mandarine ergibt Orange. Dieser Baum, obwohl er nicht so aussieht, hat eine ganz, ganz stachelige Rinde. Das piekst richtig, wenn ich hier anfasse. Ist wirklich verrückt. Und interessante Früchte hat er auch noch. Was hast du entdeckt? Hier haben wir Bambusa vulgaris.
also Bambus. Und den habe ich das letzte Mal vor 6 Jahren auf Kuba gesehen. Ist schon immer wieder krass, wie weit südlich wir sind, dass sowas hier wächst. Oder wachsen kann vor allem. Der ist schon tot. Der ist schon tot, stimmt. Hast du mal wieder ein Musikinstrument gefunden? Das nehme ich jetzt auch nicht mit in mein Studio. Nicht, so viel Platz habe ich schon doch nicht mehr. Ach, Mensch. Ja. Außerdem, das jetzt noch einen Rucksack mitzuschleppen. Nächstes Mal. Ist wieder was Schönes entdeckt? Duranda erecta, das könnte auch im Spam-Ordner gelandet sein. Das sind riesige Agaven hier. Stimmt. Hier könnte man viel Agavendicksaft draus gewinnen. Ganz schön mächtiges Ding. Und die Pflanze hier mit den großen Stängeln, das scheint auch eine Agave zu sein. Na ja, aufpassen, dass man sich nicht verhakt. Die Mütze hängt gleich. Fast so viele Kakteen, wie es gestern gab auf dem Monte Pellegrino. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch so einen Wanderpfad finden, mitten im Botanischen Garten. Hier sieht man ja wirklich das Meer von hier aus, weil wir jetzt auf einem 7 Meter hohen kleinen Hügel stehen. Da hinten fährt gerade ein Schiff ein. Das sieht ja mal cool aus. Ficus magnoliode. Ein herrlicher Baum. Der Ficus macrophylla. Das ist schon Wahnsinn. Das ist so krass. Also, dass der hier seine. Die Äste gehen hier teilweise 20 Meter zur Seite ab. Und dann wachsen aus den Ästen eigentlich wieder Wurzeln raus, worauf der sich dann auch stützt. Und deswegen ist er so breit. Ja, ist das überhaupt, ist das ein Baum? Ja, ich denke schon, oder? Also, das ist alles miteinander verbunden. Ja. Ne? Da denkt man so, das ist vielleicht ein anderer. Ja. Aber der wächst ja auch besser an dem. Das ist, kommt alles aus dem Zentrum. Gib mir mal schon ein bisschen. Hier haben wir eine Cookpinie entdeckt. Das ist der größte Baum von Palermo, der höchste, 40 Meter sehr hoch. Und die Cookpinien, die werden bis zu 60 Meter. Benannt sind sie nach James Cook. Und eine Besonderheit an dem Baum ist, dass er sich immer in eine Richtung neigt. Und zwar, wenn der Baum auf der nördlichen Hemisphäre, also auf der nördlichen Halbkugel steht, neigt er sich in Richtung Süden. Wenn er auf der südlichen Halbkugel steht, neigt er sich in Richtung Norden. Also immer in Richtung Äquator. Ich weiß nicht genau warum, es wurde jetzt nicht erklärt, aber ich finde es ein ziemlich interessantes Detail, was diesen Baum ausmacht. Philipp sitzt da und fotografiert mal wieder eine Katze. Wir haben in Italien schon so viele süße Katzen gesehen. Und auch hier im Botanischen Garten streuen dann einige herum. Das ist total niedlich. Echt süß.
Ah, ihr seid ein gutes Team. Das Schöne an den kleinen Gassen in Palermo ist, dass man immer mal wieder den Trubel entgehen kann. Auch wenn die manchmal etwas düster wirken. Hier ist nicht unbedingt, die ist eigentlich ziemlich cool. Vor allem so geschwungen und es geht bergauf. Oh, manchmal ist es wirklich so kurz wie eine kleine Oase. Außer also, es bricht jetzt ja auch bloß ein Moped durch, dann war es das mit der Ruhe. Aber hier zieht es gerade ein bisschen schön frisch durch. Ja. Heute ist es nämlich sehr warm und auch überhaupt nicht windig. Ja. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einer Pizzeria, wo wir uns eine kleine Pizza oder eine größere Pizza gönnen würden. Eher eine größere. Wir haben nämlich noch gar nicht so Pizza gegessen in Italien. Erst dreimal. Das müssen wir ändern. Das machen wir jetzt. Auf zu Nummer 4. Genau. Quarto Pizza. Was hast du? Ich habe eine Pizza Caprese mit Büffelmozzarella, was ja total gehypt wird. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ja. Und Philipp hat eine Pizza, deren Namen ich gerade vergessen habe, auf jeden Fall mit Käse und Kartoffel und Pistazien. Genau, zwei verschiedene Käsesorten, gebackene Kartoffeln und Pistazien-Mousse mit gehackten Pistazien. Aber auf jeden Fall in einer neapolitanischen Form. Mal gucken, ob es schmeckt. So, wir zeigen euch jetzt mal unseren Heimweg sozusagen, zumindest die letzten paar Meter. Noch sind wir auf der Via Maqueda, dieser großen Planiermeile. Und jetzt biegen wir direkt gleich in unsere Gasse ab und dann kommt doch mal mit und wir zeigen euch mal, wie man zu uns nach Hause kommt. Katze kommt nicht mit bis nach Haus. Dai, dai, vienici. Ja, jetzt hier die Tür, die wir ja ewig lang gesucht hatten an unserem Anreisetag. Gleich geht's hier hoch. Enge, steile Treppe. So, Schlüssel finden vor allem. Aber drinnen zeigen wir jetzt nicht, weil es nicht aufgeräumt ist. Lucky Home. Das war der Weg. So, Philipp, was hast du denn da Schönes? Saune, typisches italienisches Gebäck mit so einem harten Teig und so einer Schokocreme halt dazwischen. Schmeckt ganz lecker. Gibt's auch mit Marmelade, aber ich glaube mit Schoki ist besser. Jetzt machen wir ein schönes Unpacking. Ein Duft von Nuss-Nougat-Creme entweicht dieser Cross-Tartar. Die essen wir jetzt komplett. Die muss man jetzt halt so wie einen normalen Keks. Nein, natürlich nicht. Obwohl, es könnte wahrscheinlich. Das wäre jetzt Völlerei. Das kleinere. Buon Appetito! Buon Appetito! Es ist angerichtet. Mmm! Molto bene! Wir müssen es einfach mit dorthin legen. Anne und ich überlegen nämlich gerade, wo wir eigentlich unseren Müll entsorgen können, den wir jetzt in der Ferienwohnung angesammelt haben. Ob wir das einfach hier mit zu den anderen Müll legen, der halt hier sonst überall liegt. Und die einzig wichtige Frage ist, warum kommen jetzt hier nicht die Tauben und Möwen und picken das weg? Ja, was ist das für Zwieber? Weil noch nicht mal die das möchten.
Ja, hier ist natürlich jetzt was anderes, das ist kein Müll. Aber nochmal zu der Müllentsorgung. In der Ferienwohnung gibt es so ein Schild, wo drauf steht: Throw out the trash. If you don't do so, you have to pay 15 Euro extra. Genau. Also ich weiß nicht, wie man das jetzt interpretieren soll. Throw out the trash. Soll man das jetzt aus dem Fenster werfen? Ich glaube, das wäre das, was die meisten hier fast machen. So wie es hier in manchen Straßen aussieht, vor allem bei uns in der Kleingasse. Aber wir werden mal einfach fragen, wo wir denn den Müll entsorgen können. Denn bis jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nicht irgendwelche großen Müllkübel gesehen. Oder, ja, also es, oder gibt irgendwie, also es gibt manchmal so schwarze Müllcontainer, so große, aber wirklich auch nur schwarz, also nichts getrennt irgendwie. Ja. Ja. Sonst gibt es an öffentlichen Plätzen eigentlich oft auch Mülltrennung hier in Italien, was ganz cool ist. Aber hier ist es irgendwie schwierig. Da muss man sich nicht wundern, dass die ganze Stadt halt ein bisschen zugemüllt ist. Ja, leider. Naja, so Mülltrennung in Palermo ist wieder ein bisschen schwierig. In der Stadt selber gab es nur große Müllkübel, wo einfach alles reinkam. Und hier am Bahnhof jetzt haben wir den einzigen Behälter für Glasflaschen gefunden. Sehr gut. Wenn also, wir den ganzen Müll mit hierher nehmen sollen. Es ist aber auch erstaunlich, der Bahnhof ist mit Abstand, aber wirklich mit Abstand der sauberste Ort in Palermo. Hier würde ich sogar fast vom Boden essen, so wie der glänzt. Aber die ganze restliche Stadt, abgesehen vielleicht von den Hauptmeilen, wo immer mal vielleicht doch was durchfährt, ja, ist echt dreckig. Na gut, ich hab noch ein Glas hinten drin. Palermo war für uns in jeder Hinsicht ein intensives Erlebnis. Wir lernten eine Stadt voller Leben kennen, die an allen Ecken und Enden Geschichten aus der Vergangenheit erzählt. Gleichzeitig konnten wir nicht anders, als uns über einige Dinge zu ärgern, wie die Unzuverlässigkeit der Busse oder die allgegenwärtigen Müllansammlungen. Alles in allem finden wir, dass Palermo wirklich eine faszinierende Stadt ist und dass eine Reise sich definitiv lohnt. Im nächsten Video bleiben wir auf der Insel Sizilien, wollen aber hoch hinaus über die Wolken. Der magischen Anziehungskraft des Ätna können wir uns nicht entziehen. Wenn ihr wissen wollt, welche Fallstricke und Abenteuer bei unserer Vulkanbesteigung auf uns warteten, dann seid beim nächsten Video wieder dabei. Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.